Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ganz genau. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch gerne an. Da haben wir so einen Fitness-Opa besiegt. Es ist egal. Aber die Katze kam zurück und hat uns mal wieder einen weiteren Aufzugknopf geklaut. Und ja, war schön eigentlich nicht. Aber dann lasst uns doch hier mal etwas genauer umschauen. Ich sehe die Katze. Aber die ist da so ein bisschen auf der falschen Seite. Ist sie hier durch? Oh, hier ist was. Ich habe, by the way, wenn ich es richtig gesehen habe, tatsächlich seit einem Monat kein Luigi's Mansion mehr aufgenommen. Aber daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Das sieht auch sus aus hier. Deswegen, sorry, falls ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Aber wir sollten, glaube ich, dem Dog folgen. Er tut so, als wäre hier was. Hier ist aber nichts. Dog, du musst schon hier, also... Polti, wir nennen ihn Polti. Polterpinscher, Polti. Ja, ich step jetzt hier durch. Hier ist sie doch rein. Ja. Ja, hier drin. Nein. Aber jetzt durch die Tür. Okay, okay, okay. Ja, das müsste ja dann entweder hier sein oder in dem anderen Raum. Wir gehen das ganz entspannt an. Ich habe heute eigentlich gar nicht so viel vor. Sie ist in dem Boxsack, dachte ich mir. Boah, bam, voll ins Gesicht. Nein, komm doch runter. Da hier unten gibt's Greatest Asen. Oh, aber ich sehe hier schon zwei Ghosts im Spiegel. Oh, und nicht nur zwei, by the way. Oh mein Gott, das war mega knapp. Lalalala, auf dein Gesicht oben drauf. Herr Mr. Meister riesengroß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Es sieht gut aus. Ich find's ein bisschen weird. Die Kamera ist mega weit weggezoomt. Ich sehe gar nichts. Hallo? Nein, ich wollte ihn gerade blitzen. Weil er nur noch 10 Leben hat. Und die ja maximal geschenkt sind. Nee, das ist nicht der letzte Geist. Schaut mal in den Spiegel. Nee, hier. Hier müsste der sein. Ja, ganz genau. Er dachte, ich sehe ihn nicht, aber ich habe dich ganz genau gesehen, Herr Kollege. Wundervoll. Miau, 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 ich verfolge dich. Oh, sorry, sorry, das war ich nicht. War aus Versehen. Die ist aber hier lang, die Katze. Na, folgen wir doch mal. Irgendwie, Katzen werden immer unsympathischer, je länger ich dieses Spiel spiele. Weiß nicht, ob das gute Werte vermittelt. Jetzt bleib doch stehen, Mensch. Also sag mal jetzt, also wirklich hier. Hä? I don't get it. Let's go rein da. Okay, aber wir kennen den Part ja schon. Das sollte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, genau gleich sein. Schleich dich nur von hinten an. Uiuiui. Ui, ui. Und Wada Wang, Wada Wang. Rein da. Let's go. Der erste Swans haben wir abgesaugt. Mit einem Leben überlebt. Das ist genau der gleiche Kampf. Die ist eine Etage nach unten verschwunden. Dann lasst uns doch mal schauen, was uns hier draußen erwartet. Aha, ich sehe, Schlangen. Die aber disappeared sind. Oh, hier ist aber jemand drin. Ja, 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 ja. Dich habe ich, Kollege. Das ist ein Hai auf dem Trockenen. Ich weiß nicht, aber also meiner professionellen Einschätzung nach würde ich sagen, dass das nicht die schlauste Entscheidung ist. Das war's auch noch nicht. Ich sehe doch da hinten noch einen Geist rumschwimmen. Und eine Schlange. Die hier denkt, sie wäre krass. Oh, eine Bombe? Oh, okay. Vielleicht muss ich damit den Geist da hinten treffen. Ne? Hätte ja sein können. Lasst uns doch mal scannen, wo die Katze hin ist. Denn tatsächlich ist sie hier nach draußen.
Genau. Hier rein. Okay. Nee. Doch, hier drin. Wäre mein Guess gewesen. Ach. Lol. Im Sand drinnen. Wusste nicht, dass das geht. Aber das ist completely fine. Nee, die Spider, die geht jetzt hier schön weg. Und die Cat kommt, sie kommt, sie kommt. Ja, noch ein Stückchen näher. Wham! Haha! Wham, so wie Last Christmas. Und weg mit dir. Vor der Bombe habe ich immer noch so ein bisschen Angst, aber da kann man ja nichts machen. Nein, halt, stopp. Polizei, bitte stehen bleiben. Was war das? Oh nee, ist das so eine Verfolgungsjagd oder was? Hä? Ich muss wahrscheinlich den Polderpinscher ein bisschen hinterher. Und dann jagen wir die hier so ein bisschen durch das Pirate-Dorf. Das ist nicht dein Ernst. Noch eine Etage tiefer. Oh, come on. Ja, dann lass uns mal schauen, was uns da unten so erwarten tut. Ah, hier drin sieht es gar nicht mal so schlecht aus. War aber nicht der richtige Hut scheinbar, denn der richtige Hut ist der hier. Halt, stopp. Ach, Mann. Ja, I follow you. On stage, okay. Jetzt also hier noch die große Showkatze da drinne. Reingucken. Pömpeln? Pömpeln. Okay, I see where this is going. Luigi, mein Meister. Mein Löwe, mein Bär. Boom. Let's go. Ja, damit hat die Katze jetzt nicht gerechnet. Aber die Katze ist auch irgendwie kein wirklich großes Hindernis. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen... Weiß ich nicht. What? Oh mein Gott, die ist einfach weggesprungen. Habt ihr das gesehen? Ich habe zwar mega schnell reagiert, aber die hat einfach die Seite geswitcht und nochmal angegriffen. Smarte Katze. Aber ich denke nicht, dass es das ein für alle Mal war. Ach man, ich will nicht. Aber wir kriegen den nächsten Aufzugschlüssel. Ist das nicht wunderschön? Guys, für die Leistung könnt ihr doch alle mal ein Like da lassen. Es würde mich wie immer mega, mega freuen. Sowieso Luigi's Mansion geht total bei euch ab. Ich weiß nicht, wieso Let's Plays gerade zur Zeit bei mir so hart abgehen. Aber das letzte Video hat einfach, also das mit dem Hi, wie geht's, hat einfach innerhalb von 2 oder 3 Tagen 300 Aufrufe gemacht. Guys, what's going on? Etage 14, die Disco. Sind meine Erwartungen hoch? Ja. Ist die Disco eines der coolsten Bereiche? Auch ja. Würde ich sagen, die Disco ist der beste Bereich? Nein. Aber die Disco ist schon eines der coolsten Bereiche. Muss ich hier ganz, ganz ehrlich mal sagen. Also for real, die Disco ist funny. Die Disco ist, ja. Ich mache erstmal alle Lichter hier an. Oh, nee. Oh, einmal das hier. Oh, nee, ich muss Flutschi da draufstellen. Kommen Sie mit, Herr Kollege. Laufen Sie mal hier bitte an der Seite dran vorbei. Das wäre zu gut. Bitte einmal hier draufstellen. Einmal hier drauf, bitte. Und Luigi, Sie müssten mal hier hin. Ah, ich kann da auch drüber laufen. Das müsst ihr mir schon sagen. Wundervoll. Oh, lol. Also, dass das Sass war, war ja obvious. Aber, dass wir straight up hier so ein ultra krasses Secret finden. Here comes the money. Oh, yeah. Uiuiui. Tresorraum betreten.
Das ist A, ein Achievement und B, ein Juwel. Let's go. Es geht gut los nach einem Monat. Legit, ich habe geguckt auf die, wann ich zuletzt gespielt habe. Legit heute vor genau 29 Tagen. Also halt heute ist der 19.3. und zuletzt gespielt habe ich am 20. Wobei, warte, wie viel? Ich rechne jetzt nicht, also es ist ungefähr ein Monat her, okay? Ich rechne jedoch jetzt safe nicht genau einen Tag und Datum aus, also come on. Wie sehe ich denn aus? Aber wir haben was gefunden. Ich finde, die Disco ist halt wieder, wie ihr auf der Karte auch schon sehen könntet, wenn sie größer wäre. Ist, glaube ich, nur ein Bosskampfbereich, aber ist trotzdem mega funny. Ja, das sind halt Secrets, an die kann man sich erinnern, weil, come on, wir springen gegen einen Brickblock. Das ist halt so Mario. Und schaut euch die Textur von dem Block an. Also, come on. Ich kann mich, glaube ich, an tatsächlich jedes Juwel hier erinnern, weil die halt alle so ikonisch und funny sind. Ich feiere das mega. Was kann man hier machen? Außer runterfallen natürlich. Ich wollte noch diese Jukebox hier anmachen, oder was das ist. Ein Geldautomat. Es ist mega. Also, Leute, Guys. Also wirklich, wenn ihr zu irgendeinem ominösen Hotel eingeladen werdet, ja, geht da hin. Egal, ob da Geister sind oder nicht, es gibt Geld. Ah, yes. Okay. So, ich würde sagen, wir schauen uns hier drin mal um. Wie komme ich nach... LOL! Guten Tag! Boah, der Jump war schon strong. Hier wird jetzt ein bisschen gesaugt. Bisschen schön halten hier das Ganze. 2, 3, 4, 5, zack. Wham, wieder in einem Durchlauf besiegt. Hier ist er. Halt, stopp, kommen Sie bitte her. Ist das eigentlich die beste Taktik? Ja, ich glaube schon. So, Herr Kollege. Die Geisterfangmusik, by the way. Ist auch so ein bisschen Disco-mäßig angepasst. Finde ich schön. Finde ich schön. Es ist halt mega funny, dieses Areal. Es ist nicht das Beste, wie ihr wisst, das Filmgedöns ist das Beste, meiner Meinung nach. Das Filmgedöns vor allen Dingen. Oh, okay, hier muss man wirklich was machen. Ich wollte erst zu dem Tresor gehen, hab dann... Ja, ist egal. Das ist ja auch sus hier. Hallo? Also, come on. Only some spiders? Ah, geh doch weg. Die machen ultimativ den Damage einfach. Nee, ich glaube, hier müssen wir einfach die Dinger wegmachen. Also, das ist schon sehr auffällig, dass das hochfährt. Ich würde sagen, wir saugen hier mal alles aus dem Weg. Das bringt uns nur Geld. Ein weiteres Juwel, let's go! Ach ja, ich habe mega Hype auf das Game. Ich nehme heute wahrscheinlich auch wieder 2 Folgen Luigi's Mansion auf und Kirby, weil Kirby habe ich tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Also was heißt länger nicht mehr? Ich glaube, es ist schon mindestens eine Woche her oder zwei, seitdem ich Kirby aufgenommen habe. Und der Hut ist mega sus. Da kann man ja mal wieder was machen. Uiuiui. Oh, wie ging das so und dann leuchten, gell? Ja, okay. Hoch runter, hoch runter, hoch runter. Wham. Kommt her, kommt her. Nein. Hallo. Irrlichter, kommt her. Ich hab doch die Katze eingesaugt. Eigentlich dürften die gar nicht mehr existieren. Aber spoilert das schon, dass die Katze zurückkommen wird? Oh, nur ein Juwel. Poor. Aber gut. Ich sag, wir steppen mal nach hier oben. Feiern das nicht so, dass ich komme. Da haben sie erstmal die Musik ausgemacht. Wir steppen rein da. Da liegt doch schon der Aufzugknopf. Ist es denn wirklich so einfach? Yeah, I don't think so, man. Zurück in die Zukunft, Vibes.
wer fühlt. Wisst ihr, was funny ist? Die dabben, aber das Spiel ist von 2019. Selbst da war dabben schon out, aber irgendwie ist es doch funny. Irgendwie ist es doch funny. Oh yeah, ich spür den Groove. Oh, ha, hu. Oh yeah, aha. Und was wir tun müssen? Naja. Das nicht. Das hier. Immer wieder so Stampfattacken-mäßig die Geister aufwecken. What the hell? Geht doch weg von mir. Oh, ich kann aber schon welche einsaugen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Oh, er ist drin, okay. Ich spüre den Beat. Ich spüre den Beat. Okay, ich dachte, irgendwas Spannendes passiert. Ihr seid es nicht. Ihr seid es auch nicht. Aber er ist es. Hä? Ich bin doch gejumpt. Ihr solltet mich gar nicht reachen. Aber eine weitere können wir in unsere Tasche. In unsere Staubsaugertasche stopfen. Das ist doch etwas. Ich spür den Bass, ich spür den Bass maximal. Meine Kopfhörer explodieren. Ja. Wie kann mich das denn jedes Mal treffen? Oh, ich glaube, ich hab es. Let's go. Smarter Move. Smarter Move. Let's go, so muss das. Ja, oder auch nicht. Oh yeah. Jetzt geht die Party erst richtig ab. Ich spüre den Beat und ich spüre den Groove. Ich bin voll hyped wie eine Kuh. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Oh, oh yeah. Vielleicht brauche ich auch einfach nur einen guten Psychologen. Ah, eins von beiden würde safe sein. Ist es ein gescripteter Kampf? Wir werden es erfahren. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir könnten finishen. Ich stehe hier mit meinem Staubsauger auf der Stage. Und die ganzen Geister hier sind voll im Rage. Oh yeah. Hm. Aha. Yeah. Ich brauche ziemlich psychische Hilfe. Boah, das war todknapp. Okay. By the way, das ist nur eine Perücke, gell? Falls ihr das noch nicht gegettet habt. Wir müssen ziemlich lowen. Wir müssen ziemlich lowen. Oh, mit Luck, mit Luck. Rein da. Let's go. So muss das. Wundervoll. Der Groove ist heiß. Das Studiolicht ist weiß. Und zum Frühstück, da esse ich gern Reis. Bin so kaputt heute schon wieder. Ruby! Luigi hat's verstanden. Okay, ich sehe schon wieder was Sassiges. Ein Riesensauger? Ey, mit dem habe ich hier gar nicht gerechnet. Ja, rein da. Let's go. Ich muss nur dran denken, das im Schnitt wieder leiser zu machen. Ja, da kann man doch mir so ein bisschen die ganzen Boxen mitnehmen.
Ich will die Disco-Kugel. Oh yeah. Dahinter ist eine Tür, lol. Ich kann die Tür wegsaugen. Wie cool ist das denn? Ich kann noch mehr als die Tür wegsaugen. Ich bin mir sicher, da hinten gibt es dann das nächste Juwel. Ja, das ist schon alles sehr sus hier. Oh, hier gibt es aber noch mehr, was wir mitnehmen können hier rechts, tatsächlich. Ich glaube aber tatsächlich, das war's schon. Das ist doch entspannt. So. Hier muss es ein Juwel geben. Wenn er das hier mal trifft. Okay. Aber ich weiß, dass es hier drin ein Juwel gibt. Aber ich weiß halt nicht, wo. Oh, was war denn das hier? Hier ist was. Irgendwie hier. Nee, doch nicht. Was hat mir das eigentlich gebracht? Nichts? Doch, ein Juwel. Okay, ich konnte mich nämlich noch daran erinnern, dass hier noch was war. Und jetzt gibt es noch ein Juwel links auf der Stage. Oder war es rechts? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Alter, das ist schon sus. Also, come on. Also, wer den Schatten hier nicht sieht, traurig. Chris Tiger, let's go. Da gab es auf beiden Seiten auf jeden Fall ein Juwel. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Eins gibt's noch. Ja, als wir vorher an den Dingern gedreht haben, gab es ein Juwel. Gibt's das jetzt wieder? Es gibt auf der anderen Seite noch eins, oder? Das wäre ja nur logisch. Ja, ja, schon wie die Kamera mitzoomt, dass Luigi überhaupt bis hier rüberlaufen kann. Allein diese Tatsache sagt mir schon, dass ich da rüber muss. Ja, okay, okay. Das ist meiner Meinung nach ein offensichtlicheres Teil. Warum haben wir das vorher nicht gemacht? Ah, okay. Ich dachte, das ganze Ding fällt runter. Damit hätten wir die Geister besiegen können. Gibt's dafür ein Juwel? Boah, ey, hier hoch und runter laufen, schon anstrengend. Nein, doch, natürlich. Alle Juwelen komplett, ihr wisst Bescheid. Es fühlt sich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie schon so an, als wäre das irgendwie so die letzte Etage gewesen. Kann das sein, habe ich das unterbewusst vorher gesehen und so abgespeichert? Kommt hier nach nichts mehr. Und die Musik ist wieder an. Ich komme auf den Beat nicht ganz klar. Oh, ihr wollt nochmal Rache? Weil ich euch eure Dance Lady mit Perücke geklaut habe. Es tut mir sogar fast ein bisschen leid. Aber das sind auch mega, also legit so. Das ist das, was die Toads bei Paper Mario früher waren. Früher waren die alle so einzigartig. Und hier sind die Geister halt wirklich. Man kann, also. Also legit, es sind nicht einfach Geister. Die Geister haben jeder einen eigenen Charakter. Die sind alle unterschiedlich. Und bei Paper Mario war das ja früher genauso. Da war es nicht einfach ein Toad. Da war es ein bestimmter Toad mit einer bestimmten Fähigkeit oder mit einer bestimmten Art zu reden. Und die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und heute sind sie alle gleich. Und das finde ich zum Beispiel hier voll cool, dass die halt wirklich legit maximal individuell sind. Und das freut mich. Das freut mich for real. Das freut mich. Jetzt sind wir schon in der letzten Etage? Das wäre halt gar nicht gut. Weil ich weiß nicht, wie ich die letzte Etage aufnehmen soll, am besten. Die geht sehr, sehr lange. Und will ich das in ein Video stecken oder in zwei? Das ist die Frage. Aber es ist die letzte, die 15. Etage. Das Penthouse. Okay, Guys.
Ich werde dabei gucken, wie ich das am besten mache. We will see. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, Guys, lasst auf jeden Fall einen Like da. Es würde mich mega, mega freuen. Und abonniert den Channel, um das große Finale von Luigi's Mansion 3 beim nächsten oder übernächsten Mal nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge guckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.